Fast 7 Jahre ist Jörg jetzt tot und nicht nur Justiz und Politik sind immer noch intensiv mit ihm und seinem politischen Erbe beschäftigt. Für viele Menschen in Kärnten ist Haider so etwas wie ein Mythos geworden und geblieben. Die für einen Politiker ungewöhnliche Verehrung ist jetzt auch Gegenstand eines Dokumentarfilms. Fang den Haider heißt er. Regie hat die belgische Regisseurin Nathalie Borgers geführt, die 2002 mit ihrer Doku über die Kronenzeitung für Aufsehen gesorgt hat. Morgen kommt Fang den Haider in die österreichischen Kinos. Heute Abend hatte der Film Kärnten Premiere. Wird Gott, liebe Heol, wird Gott tausendmal. Um den Mythos Jörg Haider zu begreifen, muss man nach Kärnten reisen. So dachte die Filmemacherin Nathalie Borgers und suchte seine politischen Zieheltern, Parteikollegen und Lebensmenschen auf. Nicht immer war es leicht, diese zum Sprechen zu bringen. Das kommt darauf an, was am Ende ihres Films herauskommt. Wenn es ein positiver Film ist, gerne. Wenn es ein linker Film ist, dann nicht. Der Film versucht keine politische Analyse. Dazu geht die Regisseurin zu persönlich ans Werk. Sie stellt viele Fragen. Woher kam das viele Geld, das Haider verteilte? Ruft Meilensteine in Haiders Karriere in Erinnerung. Und Sie haben nicht das Recht, mich zu schulmeistern. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Schon absurd, dass Haider gerade diesen Mann überzeugt hat, eine Regierung mit ihm zu bilden. Und sie zeigt, wie er zum Landeshauptmann der Herzen avanciert ist. Es ist natürlich sehr, sehr leicht, etwas auf einem Rücken von einem Toten auszutragen und zu sagen, der eine war schuld. Ist immer leicht gesagt und getan. Ich glaube, dass dem Haider das Wichtigste war, dass er ihm die Leute mögen und dass er für das einfach über alles drüber gegangen ist. Jörg Haider war jemand, der sehr widersprüchlich war. Also der einmal das gesagt hat und am nächsten Tag mit einem anderen Publikum auch etwas anderes gesagt hat, wo man manchmal sich gewundert hat, was ist wirklich seine Ideologie. Das heißt, es war schwierig, ihm zu greifen, zu fangen. Ja, wenn Sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder auf meine Hause gehen. Ja, für die anständige Ausländer-Armee. Ne? Seine Welt ist einfach. Wir und die anderen. Man spürt Borgers Ausdauer, mit der sie dem Mythos Jörg Haider auf den Grund gehen will. Fangen, so wie der Filmtitel es ankündigt, lässt sich Haider auch gut 6 Jahre nach seinem Tod nicht.